Das bist du verrückt, gehst bei dem Wetter auch noch ins Wasser. Geh, du wirst mir doch krank, Maxi, ich spinn's dir. München, wolkenlos, 27 Grad. Ja, ist schon recht. Da schnell rein mit dir. Heute verkehrt. Mei. Oh. Ich weiß doch selber, dass das ungemütlich ist. Aber ich hab's dir mal versprochen, dass wir da hier fahren. Also, so ungemütlich finde ich es eigentlich gar nicht. Sag ich mal, wäre es für den Maximilian eigentlich nicht schön, wenn er wieder einen Vater hätte? Am Vater wird es nicht liegen. Nur er sieht ihn halt so selten. Wie lange war es nicht verheiratet? 4 Jahre. Einmal und nie wieder? Sag niemals nie, aber es war das reinste Chaos. Und wenn ich dir das Gegenteil versprechen würde? Wenn ich für jedes nicht eingehaltene Versprechen eine Marke gekriegt hätte, dann wäre ich heute eine wohlhabende Frau. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und die bist ausgerechnet du, mein bayerischer Ritter. Jawohl. Also, ich darf ihn nehmen, Mama. Er ist zwar manchmal ein bisschen komisch, aber wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Magst du einen Kartoffelsalat und einen Rippel? Hast du keine Nachspeise? Nein, hab ich jetzt nicht dabei. Und dann mag ich Eis. Was, bei der Ketten? Daran muss man sich gewöhnen, wenn man Vater werden will. Eis zu Befehl wird sofort erledigt. Was magst denn du? Ja, was wohl? Du kriegst deine Limonade. Du schick dir aber, ich muss um 8 in Hamburg sein, weißt eh. Typisch. Cola, Bier und Zigaretten an jeder Ecke, aber lumpige Flaschen Champagner haben's nicht. Und ich krieg trotzdem eine, das schwör ich. Gemischtes Eis, 5 Kugeln. Ja. Was macht das? 3,50 Mark. Stimmt, genau. Danke, wiederschauen. Bitte. Wann kommt jetzt endlich mehr Eis? Es wird schon bald kommen. Flasche Champagner kaufen. Selbstverständlich. Aha. Danke, bitte so Freunde. Leihen Sie eine Karaffe aus. Eine Karaffe, ne? Eine Karaffe, bitte. Grüß Gott, Ihr Kollege hat gesagt, ich müsste mir hier eine Krawatte umbinden. Oh, die sind ja wunderschön. Darf ich meine auch so? Bitte. Ja. Entschuldigung.
war der teuerste Champagner meines Lebens. Vielleicht für den schönsten Tag meines Lebens. Also, ich glaube, der Onkel Rolf ist doch ein Arsch. Haben Sie verpacktes Eis? Haben wir auch, ja. Ja, eine Tüte, bitte. Was macht denn das? 1,50, bitte. Ja. Danke, wiederschauen. Hilft nichts mehr, jetzt müssen wir fahren. Jetzt müssen wir einen Zug nehmen. Komm, Maxi. Herrschaft, noch einmal, schick dich jetzt. Aber nicht spät. Das war der Ausflug. Der Bub schlaft wie ein Murmeltier. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, Frau Julia. Dankeschön, Fanny. Gute Nacht. Lass die Tür euch offen. Zeit. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn Sie jetzt nicht sofort mit Ihrem saudummen Geklopfe aufhören, dann rufe ich die Polizei. Julia, ja, jetzt warten Sie doch. Frau Nachbarin, ich müsste Ihnen was erklären. Hey, Julia! Julia, in der Mittelkonsole! In der Mittelkonsole, da sind noch zwei Eis von gestern! Julia, da! Julia, in der Mittelkonsole! Sind alle Erwachsenen so? Nur wenn sie verliebt sind. Also macht verliebt sein blöd, oder? Ein bisschen schon. Schleich dich. Frau Heise, kommen Sie bitte gleich einmal zum Diktat. Ist doch gestern ganz gut gelaufen. Freilich. Das Schreiben geht an die Frau Heininger. Frau Heininger? Nicht fragen, schreiben. Werte Kollegin, als ich am Sonntag mich leichtfertigerweise bereit erklärte, Eis und Champagner zu holen, war mir nicht bewusst, dass die Travemündener Verkehrsverhältnisse dieses vor. Servus, Vater Hart. Moin, mein Junge. Du, was tauschst du mit mir gegen die Salami-Semi? Tauschen willst du? Moment. Das muss ich erst mal prüfen, ne? Ja, gute Ware, du. Einen Pfannkuchen könnte ich dir schon dafür geben. Ich meine, ein Berliner, ne? Ein Krapfen, ne? Gut, abgemacht. Ja. Abmacht,
du arme Junge. Na, was gibt's denn so Neues, hm? Warst du schon mal verliebt? Verliebt? Da muss ich mal nachdenken. Ach ja, du. Else hieß sie. War wie eine Gazelle, du. Schlank, mit ganz dünnen Beinen. Und solche Hörner hat sie mir aufgesetzt, du. Richtig squai? Oh, sagt man so, ne? Warum? Oh, weiß ich auch nicht. Sag mal, musst du heute nicht in die Schule? Auch in der ersten Stunde ist Religion, da hab ich frei. Ja, ja, ihr Katholiken, ihr habt's gut bei uns, ne? Du, wie wär's mit dem Kakao? Ja. Ja? Also gut, Schwamm drüber. Obwohl höhere Gewalt eine ziemlich blöde Ausrede ist. Ich beneide mich um dein weiches Herz. Bis später. Frau Heise? Hm, ja? Was ist denn die Geideck-Sache? Wir müssen Getränke gemacht. Entschuldigung. Wir müssen Getränke gemacht. Der Mann ist vor kurzem gestorben. Und die Frau steht jetzt vom Ruin. Die war ein Leben lang Hausfrau und hat natürlich keine Ahnung vom Geschäft. Ja, jetzt ist sie in psychiatrischer Behandlung. Und man verkauft's nicht? Betrieb ist zu stark belastet. Den will keiner. Allein bei uns sind es über 80.000 kurzfristige Verbindlichkeiten. Ja, die mal abschreiben können, wenn es pleite geht. Mhm. Okay, Frau Heise, machen Sie mal einen Termin bei der Frau Geidig. Mhm. Und Frau Heise, manchmal wird das Gefühl, die Bayernbank ist eine Keksfabrik. Entschuldigung, meine Zwieback-Diät. Und? Hilft's wenigstens? Das ist eine ganz tolle neue Geschichte aus Skandinavien und beruht auf der Tatsache, dass... Moment mal. Heininger? Ja, Mama, du bist es. Ist endlich soweit. Ja, gratuliere. Ja, natürlich, wenn mir dein Zukünftiger freigibt. Ja. Die Sache erklärt's mal anders mal. Ja. Ja, Mama. Ja, natürlich freue ich mich. Ja, klar. Ja. Bea. Bist denn du? Hier. Für dich, damit es in deinem neuen Apartment nicht ganz so leer ist. Danke. Kann ich dir irgendwie helfen beim Packen? Du hättest gar nicht zu kommen brauchen. Dein Bruder war so freundlich. Ich bring die Koffer schon wieder raus ins Auto. Hey, Bruder jetzt. Ist doch genau das Richtige, was du brauchst. Ja? Brauchst nur mich fragen. Servus. Kein Kommentar. Traurig? Nein. Wir beenden bloß einen unmöglichen Zustand. Es ist nicht normal, dass zwei zornige Geschwister miteinander wohnen. Ich habe mich entschlossen, etwas für dein Image zu tun. So wie ich dich kenne, weißt du ja schon ganz genau was. Allerdings, ich werde für dich, das heißt, du wirst in der Bank eine Kunstausstellung machen, von der Hamburg reden wird. Aha. Und wo kriege ich dann die ganzen Bilder her? Das überlass alles mir. Bea, ich habe davon Kunst keine Ahnung. Die beste Voraussetzung, ein erfolgreicher Galerist zu werden. Warum machst denn du das alles? Ich denke, du verlässt mich gerade. Ich verlasse dich nicht. Ich stelle nur meine Sachen woanders hin. Ach so. Auch wenn sie im Moment so vorkommt, als ob die ganze Welt zusammenbricht. Ihr Mann ist tot, Frau Geidig. Und das Leben geht weiter. Nehmen Sie sich, was Sie wollen. Wenn Sie die Ware verkaufen, kriegen Sie vielleicht ein bisschen von Ihrem Geld zurück. Es hat Zeit. Ich möchte, dass Sie das Geschäft weiterführen. Wie denn? Ich verstehe nichts davon. Ich wüsste nicht mal, wo ich das Bier bestellen sollte. Das kann man alles lernen. Ihnen fehlt bloß ein bisschen Selbstvertrauen und Lebensmut. Ja, finden Sie, dass das einem Mut macht? Ich weiß, es ist schwer. Aber wenn Sie wollen, Frau Geidig, dann helfe ich Ihnen. Das würden Sie tun? Ja, natürlich. Ja.
Sagen Sie mal, die Straße gehört doch nicht. Na, was ist denn? Reden Sie sich doch nicht Sie so haben auf. Sie sehen, dass ich da reinfahren wollte. Na und, was ist? Sie glauben wohl, Sie können sich alles erlauben. Ja, Sie hätten mich ja beinahe zusammengefahren. Ach, mit Leuten wie Ihnen unterhalte ich mich doch gar nicht. Wie Sie schon aussehen. Halten Sie doch den Mund. So eine. Ah, Herr Lederer, grüß Gott. Danke, Doktor. Na, wie geht's? Danke, gut und selber? Gut, danke. Und wie geht's mit der Maschine? Bestens, bestens. Läuft wie die Feuerwehr. Freut mich zu hören. Übrigens, Ihr Bruder war neulich hier. Ah ja? Ja, ja. Hatte Ärger mit dem Lenkkopflager. Und? Was kann ich für Sie tun? Ich bräuchte ein bisschen Material über Amerika. Wie? Machen Sie jetzt endlich ernst? Wann soll es denn losgehen? Am besten schon vor 3 Jahren. Sie wissen selber, wie das ist. Man will und kommt nie dazu. Ja, so ist es. Na, dann kommen Sie mal darüber. Da haben wir ein paar Bücher über Amerika. Oh, okay. Vorsicht. Na, lauter Motorrad in den Wagen. So, dann suchen Sie sicher was Bestimmtes. Ja, Kalifornien. Kalifornien. Na, gucken wir mal. Da, Kalifornien, bitte sehr. Hä? So, und hier habe ich das Neueste, was es auf dem Markt gibt. Damit Sie sich auch zurechtfinden, falls Sie sich mal in der Wüste verfahren. Bitte sehr. Aber auch sonst müssen Sie sich gut ausrüsten. Also Händlerverzeichnis, Schlafsack, Werkzeug, Apotheke. Ich brauche ja was gegen Schlangen. Klapperschlangen oder zweibeinige? Respekt, Herr Dr. Sagra. Sie lassen sich die Sache etwas kosten. Ich möchte bloß wissen, wo der Vandalen heute bleibt. Aha. Oh, gleich derer zwei. Grüß Gott. Guten Tag. Geheim, ne? Ja, danke schön. Bitte schauen. Na bitte, Vandalen. Und? Herr Liebsam. Na, das gibt's nicht. Also langsam geht's jetzt so wie im Taubenschlag. Was hab ich gesagt? Bei Heininger? Ah, du bist Toni. Du stell dir vor, wer wieder aufgetaucht ist. Der Liebsam. Ja! Gefällt's dir? Schön, schön. Nur die Manschetten sind ein bisschen komisch. Das sind doch keine Manschetten, das sind Bündel. Ja, das muss so sein, weißt? Das ist natürlich aus dem gleichen Stoff. Na, auf alle Fälle bist du die schönste Braut, die es je gegeben hat. Herr Doktor, gute Fahrt, vielen Dank. Herr Lehrer, Wiederschauen. Danke sehr, Wiedersehen. Ach, ich glaube, ich spinn. Na, warte. Den, wenn ich da wisch. Dreimal Trumpf, Herrschaften. Da schaut schlecht aus. Oh, Respekt, Frau Anfani. Servus, ganz schön abgekocht. Oder unser kleiner Kiebitz hier. Das ist Ansichtssache. Bloß keine Neid. Keine Sorge. Kriegst deine Prämie trotzdem, ne? Aber das steht ja noch im Stockhaus. Oh, klar. Wir sagen dazu Tradition. Kein Nachwuchs, keine Anteile an der Bank. Aber die Bank trägt doch schon seinen Namen. Die beiden von Daren sind sein Großvater und ich. Und Tim? Ist vor 12 Jahren gestorben. Da haben wir damals seine 25% übernommen. Ach. Unter den Umständen dürfte es für Ihren Sohn kein Problem sein, eine Frau zu finden. Will mich nur auf die Folter spannen. Er kommt so. Außerdem hat er panische Angst, er könnte als Familienvater draußen irgendetwas versäumen.
Zieht er schon wieder über mich her? Nein, ihr Vater ist 13. Wirklich? Fühlst du dich nicht wohl, Vater? Übrigens, Ihre Idee mit der Vernissage in der Bank finde ich wunderbar. Geld und Kunst sind wesentliche Bestandteile unseres Lebens, die sich durchaus nicht widersprechen. Danke. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, stehe ich gern zu Ihrer Verfügung. Red nicht so viel, heirate Sie. Lebsam für Sie. Ah, danke schön, ja. Also dann, vierte. Wiederhören. Entschuldige bitte, aber die Mama heiratet und der ganze Tiger zum Stiftkopf. Hübsch siehst du aus und überhaupt nicht verändert. Danke. Komm. Ach, das schau hier. Ist das der letzte Schrei der Kundenbetreuung? Ist ein Herr lebsam. Aber schick gemacht hat sie sich. Wer ist das? Lebsam. Kenne ich nicht. Was macht eigentlich ein Mann wie du, wenn er ins gewisse Alter kommt? Oh, er schreibt seine Memoiren. Die 1000 Frauen im Leben des Architekten Lebsam. Mhm. In 10 Bänden. Der erste heißt Die 10 Schönsten. Einer davon bist du. Den Schmarrn kannst du den anderen erzählen. Wie lange bleibst du denn? 2 bis 3 Tage. Kommt drauf an, wie die Verhandlungen vorangehen. Oh. Heininger? Ah, Herr van Dalen. Nein, Sie stören überhaupt nicht. Nein, wirklich? Oh, das tut mir leid. Heute geht's wirklich nicht. Gut. Grüßen Sie mir Ihren Herrn Papa. Mhm. Tagen geht es so. Ich klingel, ich mache, ich rufe an, nix. Absolut nix. Ich sehe es eigentlich nur noch im Büro. Tja, wenn da ein Kerl dahinter steckt, da habe ich jemanden, der ist besser wie Sherlock Holmes. Der beschafft ja alles. Fotos. Sascha, also bitte, jetzt mach keinen Schmarrn. In dem Fall würde es mir wirklich gefallen, wenn du mir nicht hilfst. Ja, du, wir machen doch nur so. Das kann doch kein Mensch mit anschauen, wie du ausschaust. Trotzdem, ich würde wahnsinnig gern wissen, was die so treibt. So, Frau Geirig, das ist jetzt die Rechnung von der Weinkellerei. Wir haben die Rechnung jetzt kontrolliert, ob es mit dem Lieferschein übereinstimmt. Das stimmt. Und dann tragen wir die da als Eingang ein. Dann machen wir gleichzeitig Überweisung. Aha. Das sind dann 6.230. Nein, halt, schauen Sie, jetzt haben Sie die 3% ins Konto übersehen.
Übers Jahr gesehen macht das eine Menge aus. Da kriegt man 14 Tage Skiurlaub oder sowas. Moment mal, 3% sind 6, dann 187. Die ziehen wir jetzt ab, sind 3, sind 4, 0, 6. Dann 6.043. So, das schreibe ich jetzt da rein. Das hat keinen Zweck, ich schaffe es nie. Kopf hoch, Frau Geidig. Am Anfang schaut das alles so durcheinander aus, aber es ist eigentlich ganz einfach. Also, wie war das nun mit dem Faktorieren? Durch ständige Kontrolle beim Warenabfluss haben wir immer den aktuellen Bestand, können rechtzeitig nachordern und vermeiden Überbestände. Was hältst du denn davon, wenn wir der Mama und dem Schweiger gemeinsames Hochzeitsgeschenk machen? Mit den Angestellten, meine ich. Das könnt ihr dann gleich mitnehmen. Von mir aus. Warum bist du denn so komisch? Wieso? Bin doch nicht komisch. Geh, da hast du irgendwas. Das ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber seit der Ossi haben wir noch keinen gemeinsamen Abend gehabt. Das hat sich halt nicht ergeben. Für andere hast du ja mehr Zeit. Wenn du eine pubertäre Phase hinter dir hast, lass mich wissen. Herr Dr. Sagra? Ja, Moment bitte. Was gibt's denn? Herr Olearius möchte Sie sprechen. Wer ist das? Ein alter Kunde. Warum kenne ich den nicht? Er lebt in Spanien, kommt nur einmal im Jahr nach Hamburg, um sich seine Zinsen eintragen zu lassen. Frau Heise, wissen Sie, was wir unserem Herrn Schweiger zur Hochzeit schenken? Nein. Einen echten Lorenzo Taviano. Ist das ein Kunstwerk? Nein, eine Mutprobe. Was, das ist der Olearius? Hm. Mit diesem Pflegel habe ich vor kurzem eine Auseinandersetzung gegen einen Parkplatz gehabt. Oh Gott. Na, servus. Da tun wir ein bisschen mehr Grün rein. Ich glaube, dann wird die Farbe ein bisschen weicher. Es gefällt mir besser, gell? Okay. Ja? Wenn die Wiener eröffnen, sind der Rat des Zyklonen, dann brauchen wir irgendein verrücktes Angebot. Wie wär's denn zum Beispiel mit dem? Katzbauer Urbock, die Flasche 49 Pfennig. Was kostet das ja schon im Einkauf? Ja, eben. Irgendwie müssen wir doch die Kundschaft herbringen. Wenn keiner kommt, können wir auch nichts verkaufen. Warum bloß Ihre Geschäftstüchtigkeit her? Ich komme aus dem Hotelfach. Was glaubst du, dass man sich da alles einfallen lassen muss, dass die Gäste im nächsten Jahr wiederkommen? Und dort raus? Dann machen wir einen Probiertisch. Oh, das ist gut. Ich habe noch so schöne Gläser. Ja, toll. Ist doch super. Was? Der HSV hat 4-2 gewonnen. Was? Und in der Halbzeitfeier schluckert er. Mei, das möchte ich auch mal werden. Und 2 Würstel habe ich verdrückt und 3 Cola. Ja, was ein echter Feuerschlucker werden will, trainiert seinen Magen bei Zeiten. Ah ja, und dann hat mir der Papa noch das Planetarium gezeigt. Mei, da sind lauter Sterne am Himmel. Dabei hat Pfanne zu mir mal gesagt, wie sie jung war, ist der Himmel voller Geigenkind. Oh mein Schatz. Sag mal, der Kerl da unten, verfolgt er dich? Ja, seit ein paar Tagen. Das haben wir gleich. Du Mama, hast du gewusst, dass der Papa in Düsseldorf wieder ein großes Haus gebaut hat? Ja, freilich. Ist der Papa eigentlich ein guter Architekt? Er ist der beste Architekt von der Welt. Der Papa ist eigentlich in Ordnung. Nur eins finde ich blöd an ihm, dass er dir nicht so schöne Geschenke macht wie mir. Also erstens einmal kommt er wegen dir und zweitens hat er mir doch einen wunderschönen Blumenstrauß mitgebracht. Hm? Ach, Blumen. Ich meine doch was Richtiges. So wie ein ferngesteuertes Boot oder sowas. Tja, ja. Er hat behauptet, er schreibt eine Reportage. Die schönsten Frauen rund um die Alster. Ja, wenigstens hat er Fantasie. Was hältst du denn davon, wenn ich euch zum Essen einlade? Ja. Der Maxi darf bestimmen, was gibt. Mal überlegen. Ich glaube, ich hätte Lust auf Pizza.
Woher wissen ihr das? Herrschaftszeiten, Toni, wie soll ich dir sagen, was dir zur Hochzeit schenken sollst, wenn du auf jeden Vorschlag allebei nur warum sagst? Das war eine Frau, die schon alles hat, gell? Du weißt was? Vielleicht freut sie sich über eine schöne Obstschale. Ja. Also, dass das so ein Erfolg wird, hätte ich nicht gedacht. Sie waren ja auch eine ausgezeichnete Schülerin. Jetzt brauchen Sie mich nicht mehr. Jetzt schaffen Sie es allein. Sie hatten recht. Der Urbock geht weg wie warme Semmel. Ja, dann hoffentlich immer was dazu, oder? Ja, fast immer eine Flasche Schnaps. Manchmal sogar zwei. Nina, sehen Sie. Entschuldigung. Ja. So, Max, wie schmeckt's da? Das, wenn ich gewusst hätte. Was? Dass du dir die Nächte um die Ohren schlägst, um der Bayernbank 80.000 Mark zu retten. Und was mache ich? Ich spiele den eifersüchtigen Kasperl. Offenbar liest du unsere eigene Werbung nicht. Bayernbank, der individuelle Partner, wo immer es um Geld geht. Also dein Umgang mit unserer männlichen Kundschaft, der war schon ein bisschen sehr individuell. Du hast mir nicht gesagt, dass das dein Verflossener war. Du musst ja nicht alles wissen. Denkst du denn mal an mich, als du am Tegeln so bist? Das überlege ich mir noch. Steh. Ja. Mama, wir müssen noch zum Flugplatz. Oh, Maxi, wann geht unsere Maschine? In 4 Stunden? Na, siehst du's. Ja, vielleicht ist er Stau. Er geht's ja auch. Ja, und du hast auf zum Dringer. Ich flieg doch nicht selber. Grüß dich, Gott, Julia. Grüß dich, Toni. Mein Gott, sind wir froh, dass du endlich da bist. Ah, das hört sich ja nach Katastrophen an. Katastrophen sind ja gar nichts dagegen. Deine Frau Mama, die führt sich auf, als wäre sie ein total narrischer Teenager, verstehst du? Ist doch verständlich, ich meine, heirat's jetzt zum zweiten Mal. Und? Ei, siehst du das? Der Maxi wollte selber packen. Zeiten am Maxi. Nein, die Bullen. Ah ja, schau. Ein Rätsel, Mama. Ja? Das ist über den Ozean gefahren und dann ist er vor mir an einen Eisberg angestoßen. Und dann ist er untergegangen. Was ist das? Die Titanic. Richtig. Du, jetzt kommst du raus, sonst wachsen da noch Flossen. Hallo? Ach, du bist es. Nein, ich will dich nicht heiraten. Außerdem hast du noch ein Problem mit der Beatrice zu lösen. Was? Sie ist dabei, selbst zu lösen. Sie hat mich nämlich zu meiner eigenen Ausstellung eingeladen. Herrn Dr. Sagerer mit Begleitung. Tja, beim Hineintapsen in Fettnäpfchen, da ist sie ziemlich konsequent. Jetzt aber husch, husch ins Bett. Nein, nicht du, der Maxi. Trotzdem. Also gut, dann darbe ich auch weiterhin als unerhörter, ewiger Junggeselle. Eines Tages wird schon die Richtige kommen. Und wer schon? Du natürlich. Gute Nacht, Julia. Wer ist denn du hier, Mama? Ich geh zum Pater Rochus beichten. Du hast es gehört.
Wie findest du den Schweiger? Nett, sehr nett. Beruflich ist er zwar knallhart, aber privat ist er ein Schatz. Er hat sogar Ähnlichkeit ein bisschen mit dem Vater. Dann sind da alle Voraussetzungen da, dass die beiden glücklich werden. Ja, eigentlich schon. Wie ist es mit dir? Meist ist es eine schöne Aussicht. Aber ich glaube, wir müssen schon langsam reingehen. Sieh den Gewitter auf. Heute kannst du nicht mehr runter. Mach den Kräutertee, selbst gesammelt. Danke, Vater. Wie lange sind Sie eigentlich schon da heroben? Seit 30 Jahren. Und wann waren Sie das letzte Mal unten im Tal? Das war 1986. Da haben sie mich nach unten gezerrt, weil sie dachten, ich hätte eine Lungenentzündung. Dabei war es nur Blutvergiftung. Jetzt müssen wir aber reingehen. Ja. Dahin? Ja, da. Danke. Ja. Ja. So. Aber vorsichtig, Herr Kramer, vorsichtig. Ja, ja. Ein bisschen links. Aha. Danke. Ein Moment. Bitte. Also links. Ja. Herr Lüller. Titel? Könntest du mir gerade helfen? Das krieg's nicht alleine. Das? Ach, so. Ja. Ah, das geht schon. Hörst du? Rumpf. Vorsicht. Hm? Ja. Gut. Aha, sehr schön. Da, da. Das ist gut, ja. Ja. Mhm. Gut. Und jetzt? Heute kannst du nicht mehr runter, es ist schon so dunkel. Ja, aber ich muss. Seit deiner Geburt weißt du, dass man bei Dunkelheit nicht im Berg herumspaziert. Probier's einfach. In einer Stunde bin ich unten. In einer Stunde liegst du mit gebrochenem Haxen in einem Wildbach. Wenn du Glück hast. Ich verspreche dir, eine Nacht bei Pater Rochus ist auch nicht zu verachten. Aber die werden sich Sorgen machen. Die wissen doch, dass du bei mir bist. Beste bist du beim Herrgott selber aufkommen. So, jetzt probier mal. Das ist ein guter Tropfen. Wo haben Sie denn den her? Bei meiner letzten Ostermesse habe ich Ihnen die Leviten gelesen. Jeder, habe ich gesagt, der mir in Zukunft Wurst aus einem Sonderangebot oder Billigwein vom Supermarkt bringt, wird ab sofort von meinen Gebeten ausgeschlossen. Seitdem ist die Qualität der Lebensmittelspenden erfreulich gestiegen. Habt ihr nicht Angst, dass Ihr Chef Sie wegen Ihrer Schlitzohrigkeit ein bisschen länger im Fegefeuer braten lässt? Lieber Herrgott hat mir meine Schlitzohrigkeit gegeben. Er wird sich dabei schon was gedacht haben. Zum Wohl. Zum Wohl. Wann kommt Mama endlich? Du weißt, vorhin nach dem Gewitter, da hat sich die Mama gesagt, vor Einbruch der Dunkelheit komme ich sowieso nicht runter. Also bleib ich droben. Passiert ist nichts. Da sorgt schon der Pater Rochus dafür. Wir müssen uns um alles selber kümmern. Ja, da hast recht, Maxl. Guten Abend. Ach, da schau her. Der Herr Bräutigam. Ja, das ist ja so nett von dir, dass du dich überhaupt noch einmal vor unserer Hochzeit sehen lässt. Entschuldige, Herr Minni, ich hatte heute so viel zu tun. Und das ist aber wieder lieb von dir. Dankeschön. Ja. So, die stelle ich gleich ins Wasser. Du gehst ins Bett, Maxl, gell? Ich bin gleich wieder da. Grüß dich.
Hallo, Onkel Rolf, du, ich bin's, der Maxl. Du, die Mama ist auf der Berghütte. Mit dem Mann. Schaut er gut aus? Aha, also nicht mehr ganz jung. Über 70, so. Kennst du den? So, der Pater Rochus. Nein, Maximilian, wir gehen nicht in die Berge, sondern du gehst jetzt gleich mal ins Bett schlafen. Du, und noch eines. Wenn du noch einmal schlecht über die Mami redest, dann gehst du das nächste Mal allein in den Zoo. Verstanden? Und wir allein? Ja. Na. Kann nicht frech werden, geh du. Ja, du liegst ja immer noch nicht im Bett. Na, jetzt wird's aber Zeit, du Lauser. Na? Also, na ja, mach. Komm. Die Mami liegt schon längst auf ihrem Strohsack. So, geh mal. Rote Rose, rote Lippe, roter Wein. Lade uns ein. Lade uns ein. Soll ihn jetzt nehmen oder soll ihn nicht nehmen? Wenn du dich für jemanden entscheidest, kann er so schlecht nicht sein. Da wird mich schon mal geirrt. Damals hat er sich für dich entschieden. Mama möchte die Uhr zurückdrehen und alles wird wieder so sein wie in meiner Kindheit. Nein. Warum nicht? Da würde sich unser Herrgott furchtbar langweilen. Stell dir vor, Millionen von Jahren immer nur dasselbe. Und außerdem, wenn ich es in meinem Leben zu nichts gebracht habe. Wenn ich unwissend bin und voller Schuld. Eins habe ich zumindest erkannt. Der liebe Gott lacht gern. Gut, Max, tschüss. Ja. Das schau mal, Maxl, wer da kommt. Maxi, bin ich das hier abgegangen? Lieber, jetzt wird's aber Zeit, dass du kommst. Entschuldige bitte. Ja, aber dass mir sowas nie wieder vorkommt. Tja, der Pater Rochus hat kein Telefon und das Hotel, die haben keine Brieftauben. Was du jetzt brauchst, Julia, sind keine Brieftauben, sondern einen starken Kaffee. Du hast recht. Und ein heißes Bad. Echt super. Sieht man nicht jeden Tag. Ui, lieber Wurst. Ha ha ha.
Welches Glück, dass sich wenigstens ein Mensch in dieser Stadt begeistern kann. Die Thesen von Herrn van Dalen, die sind zwar ein bisschen kühn, aber ganz interessant. Ach ja? Worüber reden Sie? Über Fußball. Jetzt wollte man die ganze Zeit weismachen, dass der HSV deutscher Fußballmeister wird. Vorausgesetzt, er wird auch Herbstmeister. Müssen wir an der Tabelle schauen Sie, es ist nicht nur eine Frage der Trainer. Es ist, möchten Sie, es ist auch eine Frage der Spieler. Sagere. Frau Heininger, das ist aber eine Überraschung, dass Sie an uns Wikinger denken. Die Ausstellung, fabelhaft. Kein Mensch hat es länger als 5 Minuten ausgehalten. Wie ist es bei euch? Hoffentlich haben eure Gäste ein besseres Stehvermögen. Schon seit 9 Uhr früh. Ralf, deine Frage von neulich. Ich habe es überlegt. Ich würde es eventuell tun. Was? Ausgeschlossen? Was für Beweise? Fotos? Ach, von deinem Bruder. Ich habe also eine Affäre. Mit wem? Und zwar mit deinem Ex-Mann. Stimmt. Außerdem habe ich erfahren, dass du einer kleinen Nebenbeschäftigung nachgehst. Ganz genau. Aber das Schönste kommt noch. Und zwar bist du abhängig. Total. Von wem? Alkohol. Ja, schon seit dein Kind war. Ja. Julia! Was haben wir jetzt davon, wenn man anderen Leuten hilft, gell? Sag's deinem Bruderherz einen schönen Gruß. Die Wahrheit kommt eben immer ans Licht. Ja, da hast du recht. So, und jetzt kommst du mit mir. Ja. Was sagst du? Julia! Sag es mir, jetzt ist weg. Julia! Julia, ich liebe dich. Deine 25% übernommen. Unter den Umständen dürfte es für Ihren Sohn kein Problem sein, eine Frau zu finden. Will mich nur auf die Folter spannen. Er kann so. Außerdem hat er panische Angst, er könnte als Familienvater draußen irgendetwas versäumen. Zieht er schon wieder über mich her? Nein, Ihr Vater ist 13. Wirklich? Fühlst du dich nicht wohl, Vater? Übrigens, Ihre Idee mit der Vernissage in der Bank finde ich wunderbar. Geld und Kunst sind wesentliche Bestandteile unseres Lebens, die sich durchaus nicht widersprechen. Danke. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, stehe ich gern zu Ihrer Verfügung. Red nicht so viel, heirate sie.
ganz was Tolles. Reininger, ein Herr Lebsam für Sie. Ach, danke schön, ja. Also dann, vierte. Wiederhören. Entschuldige bitte, aber die Mama heiratet und der ganze Tiger ist im Stiftkopf. Hübschstens da sind überhaupt nicht verändert. Danke. Komm. Da, schau her. Ist das der letzte Schrei der Kundenbetreuung? Ist ein Herr Lebsam. Aber schick gemacht hat sie sich. Wer ist das? Lebsam. Kenn ich nicht. Was macht eigentlich ein Mann wie du, wenn er ins gewisse Alter kommt? Oh, er schreibt seine Memoiren. Die 1000 Frauen im Leben des Architekten Lebsam. Mhm. In 10 Bänden. Der erste heißt Die 10 Schönsten. Eine davon bist du. Den Schmarrn kannst du anderen erzählen. Wie lange bleibst du? 2 bis 3 Tage. Kommt drauf an, wie die Verhandlungen vorangehen. Oh. Heininger? Ah, Herr van Dalen. Nein, Sie stören überhaupt nicht. Wirklich? Oh, das tut mir leid. Heute geht's wirklich nicht. Gut. Grüßen Sie mir Ihren Herrn Papa. Mhm. Echt super. Sieht man nicht jeden Tag. Ui, lieber Wurst. Welches Glück, dass sich wenigstens ein Mensch in dieser Stadt begeistern kann. Die Thesen von Herrn van Dalen, die sind zwar ein bisschen kühn, aber ganz interessant. Ach ja? Worüber reden Sie? Über Fußball. Jetzt wollte man die ganze Zeit weismachen, dass der HSV deutscher Fußballmeister wird. Vorausgesetzt, er wird auch Herbstmeister. Sie müssen nur in der Tabelle schauen. Es ist nicht nur eine Frage der Trainer. Es ist, möchten Sie, es ist auch eine Frage der Spieler. Sorgere. Frau Heininger. Das ist aber eine Überraschung, dass Sie an uns Wikinger denken. Die Ausstellung, fabelhaft. Kein Mensch hat es länger als 5 Minuten ausgehalten. Wie ist es bei euch? Hoffentlich haben eure Gäste ein besseres Stehvermögen. Schon seit 9 Uhr früh. Ralf, deine Frage von neulich. Ich habe es überlegt. Ich würde es eventuell tun. Was? Ausgeschlossen? Was für Beweise? Fotos? Ach, von deinem Bruder. Ich habe also eine Affäre. Mit wem? Mhm. Und zwar mit deinem Ex-Mann. Stimmt. Außerdem habe ich erfahren, dass du eine kleine Nebenbeschäftigung nachgehst. Ganz genau. Aber das Schönste kommt noch. Und zwar bist du abhängig. Total. Von wem? Alkohol. Ja, schon seit dein Kind war. Ja. Julia! Was haben wir jetzt davon, wenn man anderen Leuten hilft, gell? Sagst dein Bruderherz einen schönen Gruß. Die Wahrheit kommt eben immer ans Licht. Ja, da hast du recht. So, und jetzt kommst du mit mir. Ja. Was sagst du? Julia! 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 Sag jetzt mal hinter, sie ist weg. Julia! Also gut, dann darbe ich auch weiterhin als unerhörter, ewiger Junggeselle. Eines Tages wird schon die Richtige kommen. Und wer schon?
Du natürlich. Gute Nacht, Julia. Wer ist denn du hier, Mama? Ich geh zum Pater Rochus beichten. Du hast jetzt gehört. Wie findest du den Schweiger? Nett, sehr nett. Beruflich ist er zwar knallhart, aber privat ist er ein Schatz. Er hat sogar Ähnlichkeit ein bisschen mit dem Vater. Dann sind da alle Voraussetzungen da, dass die beiden glücklich werden. Ja, eigentlich schon. Wie ist es mit dir? Meist ist eine schöne Aussicht. Aber ich glaube, wir müssen schon langsam reingehen. Sieh den Gewitter auf. Heute kannst du nicht mehr runter. Mach den Kräutertee, selbst gesammelt. Danke, Vater. Wie lange sind Sie eigentlich schon da heroben? Seit 30 Jahren. Und wann waren Sie das letzte Mal unten im Tal? Das war 1986. Da haben Sie mich nach unten gezerrt, weil Sie dachten, ich... Fühlst du dich nicht wohl, Vater? Übrigens, Ihre Idee mit der Vernissage in der Bank finde ich wunderbar. Geld und Kunst sind wesentliche Bestandteile unseres Lebens, die sich durchaus nicht widersprechen. Danke. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, stehe ich gern zu Ihrer Verfügung. Red nicht so viel, heirate Sie. Lebsam für Sie. Ach, danke schön, ja. Also dann, bitte. Wiederhören. Entschuldige bitte, aber die Mama heiratet und der ganze Tiger ist im Schlittkopf. Hübschstens draus und überhaupt nicht verändert. Danke. Komm. Ach, da, schau her. Ist das der letzte Schrei der Kundenbetreuung? Ist ein Herr Lebsam. Aber schick gemacht hat sie sich. Wer ist das? Lebsam. Kenn ich nicht. Was macht eigentlich ein Mann wie du, wenn er ins gewisse Alter kommt? Oh, er schreibt seine Memoiren. Die 1000 Frauen im Leben des Architekten Lebsam. Mhm. In 10 Bänden. Der erste heißt Die 10 Schönsten. Eine davon bist du. Den Schmarrn kannst du den anderen erzählen. Wie lange bleibst du denn? 2 bis 3 Tage. Kommt drauf an, wie die Verhandlungen vorangehen. Oh. Heininger? Ah, Herr van Dalen. Nein, Sie stören überhaupt nicht. Wirklich? Oh, das tut mir leid. Heute geht's wirklich nicht. Gut. Grüßen Sie mir Ihren Herrn Papa. Mhm.
Was ist denn die Geideck-Sache? Was ist ein Getränkemarkt? Entschuldigung. Ein Getränkemarkt. Der Mann ist vor kurzem gestorben. Und die Frau steht jetzt vom Ruin. Die war ein Leben lang Hausfrau und hat natürlich keine Ahnung vom Geschäft. Ja, jetzt ist sie in psychiatrischer Behandlung. Und man verkauft's nicht? Betrieb ist zu stark belastet. Den will keiner. Allein bei uns sind es über 80.000 kurzfristige Verbindlichkeiten. Ja, die mal abschreiben können, wenn es pleite geht. Mhm. Okay, Frau Heise, machen Sie mal einen Termin bei der Frau Geideck. Mhm. Frau Heise, manchmal wird das Gefühl, die Bayernbank ist eine Keksfabrik. Entschuldigung, meine Zwieback-Diät. Und? Hilft's wenigstens? Das ist eine ganz tolle neue Geschichte aus Skandinavien und beruht auf der Tatsache, dass... Moment mal. Heininger? Ja, Mama, du bist es. Ist endlich soweit. Ja, gratuliere. Ja, natürlich, wenn mir dein zukünftiger freigibt. Ja. Die Sache erklären's mal anders mal. Ja. Ja, Mama. Ja, natürlich freue ich mich. Ja, klar. Ja. Bea. Bist denn du? Hier. Für dich, damit es in deinem neuen Apartment nicht ganz so leer ist. Danke. Kann ich dir irgendwie helfen beim Packen? Du hättest gar nicht zu kommen brauchen. Dein Bruder war so freundlich. Ich bring die Koffer schon mal raus ins Auto. Hey, Bruderherz. Ist doch genau das Richtige, was du brauchst. Ja? Brauchst nur mich fragen. Servus. Kein Kommentar. Traurig? Nein. Wir beenden bloß einen unmöglichen Zustand. Es ist nicht normal, dass zwei zornige Geschwister miteinander wohnen. Ich habe mich entschlossen, etwas für dein Image zu tun. So wie ich dich kenne, weißt du ja schon ganz genau was. Allerdings, ich werde für dich, das heißt, du wirst in der Bank eine Kunstausstellung machen, von der Hamburg reden wird. Aha. Und wo kriege ich dann die ganzen Bilder her? Das überlasse alles mir. Bea, ich habe davon Kunst keine Ahnung. Die beste Voraussetzung, ein erfolgreicher Galerist zu werden. Warum machst denn du das alles? Ich denke, du verlässt mich gerade. Ich verlasse dich nicht. Ich stelle nur meine Sachen woanders hin. Ach so. Auch wenn sie im Moment so vorkommt, als ob die ganze Welt zusammenbricht. Ihr Mann ist tot, Frau Geideck. Haben Sie Ihr verpacktes Eis? Haben wir auch, ja. Ja, eine Tüte, bitte. Was macht denn das? 1,50, bitte. Ja. Danke, wiederschauen. Tschüss. Es hilft nichts mehr, jetzt müssen wir fahren. Jetzt müssen wir einen Zug nehmen. Komm, Maxi. Herrschaft, noch einmal, schick dich jetzt. Es wird nicht spät. Das war der Ausflug. Der Bub schlaft wie ein Murmel mit dir. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, Frau Julia. Dankeschön, Fanny. Gute Nacht. Lass die Tür euch offen. Zeit. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn Sie jetzt nicht sofort mit Ihrem saudummen Geklopfe aufhören, dann rufe ich die Polizei. Julia, jetzt warten Sie doch. Frau Nachbarin, ich müsste Ihnen was erklären.
Julia! Julia, in der Mittelkonsole! Julia, in der Mittelkonsole, da sind noch zwei Eis von gestern! Julia, da! Julia, in der Mittelkonsole! Sind alle Erwachsenen so? Nur wenn sie verliebt sind. Also macht verliebt sein blöd, oder? Ein bisschen schon. Schleich dich. Stimmt, genau. Danke, Wiedersehen. Wann kommt jetzt endlich mehr Eis? Es wird schon bald kommen. Lass es am Anja kaufen. Selbstverständlich. Aha. Danke, bitte, so Freundin. Nein, sie kann nicht gerade aus der Garderobe. Eine Klappe, bitte. Grüß Gott, Ihr Kollege hat gesagt, ich müsste mir hier eine Krawatte umbinden. Oh, die sind ja wunderschön. Darf ich meine aussuchen? Bitte. Ja. Champagner meines Lebens. Vielleicht für den schönsten Tag meines Lebens. Maxl, gell? Ich bin gleich wieder da. Grüß dich. Hallo, Onkel Ralf, du, ich bin's, der Maxl. Du, die Mama ist auf der Berghütte. Mit dem Mann. Schaut er gut aus? Aha, also nicht mehr ganz jung. Über 70, so. Kennst du den? So, der Pater Rochus. Nein, Maximilian, wir gehen nicht in die Berge, sondern du gehst jetzt gleich mal ins Bett schlafen. Du, und noch eines. Wenn du noch einmal
schlecht über die Mami redest, dann gehst du das nächste Mal alleine in den Zoo. Verstanden? Und wir allein? Ja. Nein. Kann nicht frech werden, geh du. Ja, du liegst ja immer noch nicht im Bett. Na, jetzt wird's aber Zeit, du Lauser. Na? Also, na ja, mach. Komm. Die Mami liegt schon längst auf ihrem Strohsack. So, geh mal. Rote Rose, rote Lippe, roter Wein. Lade uns ein. Lade uns ein. Soll ich jetzt nehmen oder soll ich nicht nehmen? Wenn du dich für jemanden entscheidest, kann er so schlecht nicht sein. Da wird mich schon mal geirrt. Damals hat er sich für dich entschieden. Mama möchte die Uhr zurückdrehen und alles wird wieder so sein wie in meiner Kindheit. Nein. Warum nicht? Da würde sich unser Herrgott furchtbar langweilen. Stell dir vor, Millionen von Jahren immer nur dasselbe. Und außerdem, wenn ich es in meinem Leben zu nichts gebracht habe, wenn ich unwissend bin und voller Schuld. Eins habe ich zumindest erkannt. Der liebe Gott lacht gern. Gut, Max, jetzt. Ja. Schau mal, Maxl, wer da kommt. Mhm. Gut. Und jetzt? Heute kannst du nicht mehr runter, es ist schon so dunkel. Ja, aber ich muss. Seit deiner Geburt weißt du, dass man bei Dunkelheit nicht den Berg herumspaziert. Probier's einfach. In einer Stunde bin ich unten. In einer Stunde liegst du mit gebrochenem Haxen in einem Wildbach. Wenn du Glück hast. Ich verspreche dir, eine Nacht bei Pater Rochus ist auch nicht zu verachten. Aber die werden sich Sorgen machen. Die wissen doch, dass du bei mir bist. Besser bist du nur beim Herrgott selber aufkommen. So, jetzt probier mal. Das ist ein guter Tropfen. Wo haben Sie denn den her? Bei meiner letzten Ostermesse habe ich Ihnen die Leviten gelesen. Jeder, habe ich gesagt, der mir in Zukunft Wurst aus einem Sonderangebot oder Billigwein vom Supermarkt bringt, wird ab sofort von meinen Gebeten ausgeschlossen. Seitdem ist die Qualität der Lebensmittelspenden erfreulich gestiegen. Habt ihr nicht Angst, dass Ihr Chef Sie wegen Ihrer Schlitzohrigkeit ein bisschen länger im Fegefeuer braten lässt? Lieber Herrgott hat mir meine Schlitzohrigkeit gegeben. Er wird sich dabei schon was gedacht haben. Zum Wohl. Zum Wohl. Wann kommt Mama endlich? Du weißt, vorhin nach dem Gewitter, da hat sich die Mama gesagt, vor Einbruch der Dunkelheit komme ich sowieso nicht runter. Also bleib ich droben. Passiert ist nichts. Da sorgt schon der Pater Rochus dafür. Wir müssen uns um alles selber kümmern. Ja, da hast recht, Maxl. Guten Abend. Ach, da schau her. Der Herr Bräutigam. Ja, das ist ja so nett von dir, dass du dich überhaupt noch einmal vor unserer Hochzeit sehen lässt. Entschuldige, Hermine, ich hatte heute so viel zu tun. Oh, das ist aber wieder lieb von dir. Dankeschön. So, die stelle ich gleich ins Wasser. Du gehst ins Bett, Maxl, gell? Ich bin gleich wieder da. Grüß dich. Hallo, Onkel Ralf, du, ich bin's, der Maxl.
Tut Mama schick gemacht hat sie sich. Wer ist das? Liebsam. Kenne ich nicht. Was macht eigentlich ein Mann wie du, wenn er ins gewisse Alter kommt? Oh, er schreibt seine Memoiren. Die 1000 Frauen im Leben des Architekten Liebsam. Mhm. In 10 Bänden. Der erste heißt Die 10 Schönsten. Eine davon bist du. Den Schmarrn kannst du den anderen erzählen. Wie lange bleibst du denn? 2 bis 3 Tage. Kommt drauf an, wie die Verhandlungen vorangehen. Oh. Heininger? Ah, Herr van Dalen. Nein, Sie stören überhaupt nicht. Wirklich? Oh, das tut mir leid. Heute geht's wirklich nicht. Gut. Grüßen Sie mir Ihren Herrn Papa. Mhm. Tagen geht es so. Ich klingel, ich mache, ich rufe an, nix. Absolut nix. Ich sehe es eigentlich nur noch im Büro. Du, wenn da ein Kerl dahinter steckt, da habe ich jemanden, der ist besser wie Sherlock Holmes. Sie beschafft ja alles. Ja, Fotos. Sascha, also bitte, jetzt mach keinen Schmarrn. In dem Fall ist mir wirklich empfohlen, wenn du mir nicht hilfst. Ja, du, wir machen doch nur so. Das kann doch kein Mensch mit anschauen, wie du ausschaust. Da. Trotzdem, ich würde wahnsinnig gern wissen, was die so treibt. So, Frau Geirig, das ist jetzt die Rechnung von der Weinkellerei. Wir haben die Rechnung jetzt kontrolliert, ob es mit dem Lieferschein übereinstimmt. Das stimmt. Und dann. Seit Tagen geht es so. Ich klingel, ich mache, ich rufe an, nix. Absolut nix. Ich sehe es eigentlich nur noch im Büro. Du, wenn da ein Kerl dahinter steckt, da habe ich jemanden, der ist besser wie Sherlock Holmes. Sie beschafft ja alles. Ja, Fotos. Sascha, also bitte, jetzt mach keinen Schmarrn. In dem Fall ist mir wirklich empfohlen, wenn du mir nicht hilfst. Ja, du, wir machen doch nur so. Das kann doch kein Mensch mit anschauen, wie du ausschaust. Da. Trotzdem, ich würde wahnsinnig gern wissen, was die so treibt. So, Frau Geirig, das ist jetzt die Rechnung von der Weinkellerei. Wir haben die Rechnung jetzt kontrolliert, ob es mit dem Lieferschein übereinstimmt. Das stimmt. Und dann tragen wir die da als Eingang ein. Dann machen wir gleichzeitig Überweisung. Aha. Das sind dann 6.230. Nein, halt, schauen Sie. Jetzt haben Sie die 3% ins Konto übersehen. Übers Jahr gesehen macht das eine Menge aus. Da kriegt man 14 Tage Skiurlaub oder sowas. Moment mal, 3%, das sind 6, das Ding ist, dann 187. Die ziehen wir jetzt ab, sind 3, sind 4, 0, 6. Dann 6.043. So, das schreibe ich jetzt da rein. Das hat keinen Zweck, ich schaffe es nie. Kopf hoch, Frau Geidig. Am Anfang schaut das alles so durcheinander aus, aber es ist eigentlich ganz einfach. Also, wie war das nun mit dem Faktorieren? Durch ständige Kontrolle beim Warenabfluss haben wir immer den aktuellen Bestand, können rechtzeitig nachordern und vermeiden Überbestände. Was hältst du denn davon, wenn wir der Mama und dem Schweiger gemeinsames Hochzeitsgeschenk machen? Mit den Angestellten, meine ich. Das könnt ihr dann gleich mitnehmen. Mir aus. Warum bist du denn so komisch? Wieso? Bin doch nicht komisch. Geh, da hast du irgendwas.
Das ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen, aber seit der Ossi haben wir noch keinen gemeinsamen Abend gehabt. Das hat sich nicht ergeben. Ja, andere hast du ja mehr Zeit. Wenn du eine pubertäre Phase hinter dir hast, lass mich wissen. Herr Dr. Sagra? Ja, Moment bitte. Was gibt's denn? Herr Olearius möchte Sie sprechen. Wer ist das? Ein alter Kunde. Warum kenne ich den nicht? Er lebt in Spanien, kommt nur einmal im Jahr nach Hamburg, um sich seine Zinsen eintragen zu lassen. Frau Heise, wissen Sie, was wir unserem Herrn Schweiger zur Hochzeit schenken? Nein. Einen echten Lorenzo Taviano. Ist das ein Kunstwerk? Nein, eine Mutprobe. Was, das ist der Olearius? Hm. Mit diesem Flegel habe ich vor kurzem eine Auseinandersetzung gegen einen Parkplatz gehabt. Oh Gott. Na, servus.